herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Monster Crusher. Und wie ihr sehen könnt, crush ich jetzt hier erstmal Orange und Green weg. Alter, ist das niedlich. Guck dir mal Green an, wie der Orange hier einen Arm hat. Ist mir aber egal, Mann. Ich werde hier alles wegrasieren und die ganze Kohle für mich behalten. So, Orange, das war's für dich. Tschüssi. Oh Gott, Leute, guckt euch das mal an. Ich hole da noch mal ein bisschen was raus. Schnell. Und ja, wir haben ein bisschen Kohle noch gemacht. Alles auf entspannt. Okay, also Freunde, es geht am Ende des Tages darum, dass wir Rainbow Friends und andere Viecher einfach wegcrushen. Ja, wir können uns halt so Upgrades kaufen. Auch hier und so weiter, ne? Sind Upgrades halt immer möglich. Ich persönlich werde jetzt erstmal den Lucky Spin fahren, weil ich hoffe, dass wir jetzt 5000 kriegen. Ja, 2000 ist auch okay. Und das Daily Gift haben wir schon abgeholt. Ich habe vor ein paar Stunden das Game nämlich gezockt, bevor ich beim Friseur war, wie man sehen kann. Jetzt gehen wir aber erstmal den Fuel hier so ein bisschen aufpeppen. Plus die, ja, wobei, die Power können wir eigentlich auch nochmal mitnehmen. Und nochmal Benzin. Und dann sorgen wir mal dafür, dass wir da jetzt so richtig reinpropellern. Man sieht's schon. Also, richtig mieser Film geht da jetzt mittlerweile schon. Sehr geil. Green, dich kriege ich noch. Oh, wir rasieren Greens Zunge weg. Zieh euch das rein. Okay, wir machen jetzt hier unten nochmal so ein bisschen was weg. Und ich muss so eine kleine Diagonale machen, damit jetzt die Steine hier so richtig gut reinrutschen. Man muss da so ein bisschen mit System zocken. Sehr gut. Wir nehmen jetzt noch die ganzen Steine unten in unseren Bagger mit rein, damit wir richtig Cash machen. 17k haben wir dafür bekommen. Das ist eigentlich echt gar nicht mal wenig, ne? Und wir kriegen jetzt Waterfall als neuen Hintergrund. Das finde ich auch ganz gut. Ich gehe mal in den Shop rein. Wir gucken mal. Wir können uns verschiedene Sachen kaufen. Wir können uns sogar, what the hell, einen Huggy-Wuggy-Bohrer holen? No way, Bruder. Alter, Leute. Ey, Hashtag Huggy-Wuggy, wenn wir den Bohrer für die nächste Folge freischalten sollen, ne? Digga, wie cool ist das denn? Einmal zum Huggy-Wuggy-Bohrer richtig reingrinden, oder was? Boah, da sehe ich mich ja absolut. Das ist ja richtig nice. Okay, wir haben eine Mission. Wir müssen aber heute erstmal diese Skulptur hier fertig machen, weil die haben wir letztes Mal schon richtig krass durchgebohrt, durchgescheppert. Die haben wir halt angefangen. Und ich will hier heute auf jeden Fall noch fertig werden. So, jetzt müssen wir das ganze Ding nochmal bis nach hier hinten reinschaufeln. Ja, 33.000 haben wir schon. Aber wir brauchen noch eine gute Investition für die nächste Runde. Deswegen müssen wir auch ein bisschen Geld sparen. Oder beziehungsweise dazu kommen, dass wir noch ein bisschen Geld sparen können. Ich werde mal die Threadmill nehmen. Oh, Leute, wie cool. Jetzt werden die Steine automatisch reingeschoben. Das ist big. Das ist sogar richtig big, Leute. Jetzt haben wir das Ding nochmal ein bisschen vergrößert. Und, oh, wie cool ist das denn? Die Steine gehen da jetzt automatisch rein. Und ich denke mal, dass wir hier richtig viel Kohle jetzt rausholen. Also dieses Teil da unten muss das safe mit rein. Wir nennen das einfach mal Laufband. So, oder Förderband. Ne? Förderband ist, glaube ich, sogar ein besserer Begriff dafür. So, und wir können, also müssen halt dann im Prinzip so ein bisschen warten, bis das Ding dann fertig da reingeschaufelt wurde. Benzin ist fast leer. Das Förderband fördert zwar noch mehr da rein, wir kriegen immer noch mehr Kohle. Wir können also sogar noch am Ende warten. Aber ja, passt. 20k pro Run ist jetzt schon ziemlich gut. Ich würde mal sagen, wir machen mal Max Fuel. Ich will mal einfach gucken, was das bringt. Ah, okay. Sind nur so Mini-Upgrades. Mhm. Wir machen nochmal Fuel ein bisschen besser. Ich würde mal sagen, wir investieren gleich ganz brutal in nochmal richtig viel Sprit bzw. Benzin. Und dann gehen wir für die absolute Mega-Round so 30.000, 40.000 aus einer Runde rausholen, wäre auf jeden Fall lecker, schmecker, Spaßentdecker, sag ich, wie es ist. So, aber erstmal müssen wir die Zunge von Green hier nochmal antapen, wobei ich sehe gerade, wir müssen erstmal, glaube ich, die Kreissäge ein bisschen länger machen lassen, ne? Ja, das macht mehr Sinn. So, schieben wir das mal alles da rein. 25k haben wir schon wieder, ne? Alter, richtig gut. Mit 25.000 können wir noch nicht viel machen. Wir müssen auf jeden Fall nochmal rein. Wie weit würde mein Bohrer denn maximal kommen, wenn ich ihn jetzt richtig weit ausfahre? Ich lasse ihn jetzt einfach praktisch mal so runterlaufen. Einfach nochmal, um zu gucken. Okay. Ja, wir müssen aufpassen, die Steine. Da kommt gleich so eine dicke Welle, Alter. Uff, so eine dicke Welle? Alter Schwede! Jetzt müssen wir das ganze Ding nochmal rüberholen. Sehr gut. Es wird jetzt alles reingefördert. Ah, 19.000 hat es gebracht. Egal. Wir haben jetzt einen deutlich längeren Arm und können auch mal in Sprit investieren. Richtig auf chillig. So,
Ich denke mal, dass wir jetzt auch hundertprozentig zu Green rüberkommen. Wir machen hier erstmal perfekt das genau so. Jetzt mal schauen. Also seine Zunge können wir auf jeden Fall easy mitnehmen. Sehr cool, sehr cool. Ich denke, dass dann vielleicht sogar auch schon 25.000 diese Runde klar gehen. Also eigentlich sollte das klar gehen. Oh, hier nochmal so ein bisschen was mitnehmen. Der Sprit reicht auf jeden Fall noch nicht. Wir müssen da tatsächlich noch deutlich mehr Sprit fahren. Aber ich lasse jetzt erstmal das Förderband noch ein bisschen laufen. Sehr gut. 25.000 haben wir wieder. Also das war schon sehr solide. Wir geben alles in Sprit. Jetzt haben wir das Ding nämlich fast voll. Und ich denke auch, dass wir theoretisch ins nächste Level gehen könnten. Aber, Freunde, das ganze Geld, die ganzen Upgrades, ich weiß nur noch nicht, ob dieses Upgrade hier unten weg ist. Die meisten Upgrades sind auf jeden Fall weg, wenn wir gleich das Level geschafft haben. Deswegen, kleiner Tipp auch für euch, spart auf jeden Fall immer ein bisschen. Und dann könnt ihr die Levels relativ schnell durchzocken. Das werden wir nämlich auch gleich machen. Ich spare jetzt hier so ungefähr, ich sag mal, entspannte 100.000. Und dann zocken wir das Level hier weg, wenn ich das überhaupt schaffen würde. Ich kann es ja mal gucken, ob ich das tatsächlich schaffen würde. Sieht aber echt schlecht aus. Nee, ich muss tatsächlich meinen Arm noch verlängern. Ich komme da oben nicht ran. Digga, wie dumm. Wir haben jetzt 32. Ja, wenn man hier vielleicht noch ein bisschen was reingehen lässt, ja okay. Das wird tatsächlich sogar noch ein bisschen schwierig. Wir müssen also 100.000 Pflichtinvestment machen. Ah, bockt nicht, ne? Also Sprit lasse ich auf jeden Fall nochmal durchgehen. Der ist jetzt auf Max Level 40. So, und wir könnten jetzt theoretisch ein Upgrade noch machen. Dann würden wir die Spritkapazität nochmal anpassen, aber finde ich jetzt hier unnötig. Wir gehen jetzt straight für die 100k erstmal. Das heißt, wir brauchen 100.000 plus noch ein bisschen. Wie viel fördert man hier? Vielleicht so 33.000 jetzt, je nachdem. Wenn wir alles mitkriegen, müssen es halt klug angehen. Aber das könnten jetzt erstmal ein paar Runden werden, indem wir einfach nur diese Steine hier wegbuttern müssen. Aber ist okay. So oben, ne? Ja, man sieht's. Ich könnte natürlich die Kreissäge auch noch ein bisschen fetter machen. Das könnte theoretisch sogar noch ein bisschen Money sparen. Habe ich gerade gar nicht so drüber nachgedacht. Wäre aber eine geile Idee. Weil viel fehlt ja am Ende des Tages nicht mehr, ne? So. 29,5. Ja, wenn wir die Kreissäge länger machen, ich denke mal, das wäre vielleicht sogar nur so 27k oder so, die man dafür bezahlen würde. Ja, okay, das kann man natürlich auch so machen. Ich will aber versuchen, dass wir so wenig Steine, die wir hier abbauen, wie möglich, also verlieren, auf der anderen Seite. Deswegen bohre ich jetzt ganz vorsichtig bis zur letzten Schicht hier. Da müssen wir jetzt aufpassen. Die Steine wollen wir alle noch mit hier rübernehmen. So, wir machen hier unten so eine Diagonale auf, damit die ganze Kiste da runterläuft. Okay, dann auch da nochmal so runter. Genau, sehr gut. So, die Füße werden jetzt abgeschraubt. Perfekt. Plus, wir nehmen nochmal ein bisschen was mit hier rüber. So, 64.000 haben wir schon mal. Ja, also so mit 50 bis 80k sollten wir auf jeden Fall reingehen. Dann geht das auch relativ schnell. Sehr gut. Ein Run machen wir noch, Leute. Und dann kommt der Endless Run. Also der letzte, den wir heute machen müssen. Wir könnten uns dann natürlich auch Huggy Wuggy noch besorgen. Wäre ja auch noch möglich. Aber das will ich erst in der nächsten Folge machen. Deswegen, ich hoffe, ihr habt dann auch noch Bock auf das Format. Ich finde das Game auf jeden Fall richtig nice. Und falls ihr natürlich Fragen habt oder so, könnt ihr auch gerne stellen. So, aber erstmal müssen wir jetzt hier die Connection schaffen, damit wir alles, was wir jetzt hier fördern, schön die Rampe runter bewegen. Okay. Ja, also da fehlt ja nun wirklich nicht mehr viel, Leute. Ich denke, 2, 3 Upgrades sollten das auf jeden Fall sein. Und jetzt können wir das Teil schön nach hinten ziehen und nehmen alles mit. Wir können das Förderband natürlich auch richtig weit machen. Das will ich später auch nochmal checken, ob wir so ein Förderband mitnehmen, ne? Ob das Förderband jetzt gesaved bleibt. Okay, 99k. Ich sag mal so, das reicht mir persönlich. Ich werde jetzt die Size ein bisschen ausbauen. Und jetzt hier Horror. Cool. Bin mal gespannt, ob wir mit der Size jetzt da oben rankommen. Wir werden jetzt erstmal gucken, ob das überhaupt was wird. Oh, richtig knapp, ne? Richtig knapp. Tatsächlich nicht. Alter, müssen wir echt noch. Oh, ist das belastend, Leute. Ich habe schon wirklich die größte Kreissäge und komme da trotzdem nicht bis zum Ende ran. Wir müssen unseren Arm einfach noch weiter ausfahren. Boah, das ist echt sehr belastend.
Schade eigentlich. So, ziehen wir mal das Ding hier mit rüber. Ja, die 100.000 sind halt gesichert. Trotzdem, das ist schon ein bisschen sehr, sehr ärgerlich, ne? Wie weit kommt der Arm? Wir können hier noch so ein bisschen was mit rüberziehen. Ja, das war's. 28.000 haben wir nur bekommen. Ah, war nicht so klug. Okay, Leute, ich farm noch mal ganz kurz. Alright! Wir haben den längsten Arm gebaut, den es gibt. Und wir haben sogar Cyber City jetzt bekommen. Okay. Mit 42k steigen wir richtig brutal ein und ich möchte natürlich auch gucken, dass wir jetzt die beste Möglichkeit benutzen, um hier den maximalsten Profit rauszuschlagen, weil ich natürlich jetzt auch sehr gespannt darauf bin, was Level 3 für uns parat hält. Und Leute, der Bär, ja, also die Kreissäge müssen wir auf jeden Fall demnächst auch nochmal anpassen. Wir werden jetzt durch diesen Run, wo wir das jetzt fertig spielen, trotzdem noch übelstes Plus mitnehmen. Ich schätze mal so ungefähr, werden wir bei 75k hängen. Kann ich mir gut vorstellen. Und wir müssen es jetzt natürlich auch noch geschickt machen. Müssen hier oben noch ordentlich was abbauen. Okay, das haben wir auf jeden Fall geschafft. Jetzt müssen wir noch hier rüber. Vorsichtig, vorsichtig. Dadurch. Und wir haben alles abgebaut. Und jetzt warten wir noch kurz. Es wird jetzt noch ein bisschen was reintransportiert. Okay, konnten nicht warten. 73k sind wir jetzt drin. Jetzt haben wir ein neues Level. Rainy Day. Oh, und ist es das, was ich denke? Ist das tatsächlich pink? Alter, wie nice. Okay, Leute, das wird, denke ich mal, ziemlich chillig. Okay, okay, okay. Mhm, alles klar. Dann werden wir den ganzen Bagger hier mal rechtzeitig aufbauen. Ich muss jetzt hier erstmal gucken. Ah, okay, die Upgrades hier bleiben gespeichert, Leute. Das ist richtig cool. Dann würde ich die tatsächlich sogar nochmal verbessern. Das haben wir jetzt für 40k nochmal gemacht. Die Size vergrößern, dass wir zumindest schon mal einen entspannten Standardbohrer haben. Plus die Power. Und dann gehen wir jetzt einmal rein und gucken mal, was da so auf uns wartet. Und tatsächlich, ey, wir müssen jetzt pink durchbohren. Wie cool ist das denn? Das Teil arbeitet auf jeden Fall schon schneller. Das ist auch gut. Und wir können noch einen Multiplier einbauen. Der Multiplier macht natürlich von Anfang an am meisten Sinn. Deswegen sollten wir uns den als nächstes holen. Wenn ich das vielleicht jetzt sogar schaffen könnte, dann würde ich den auch tatsächlich mitnehmen. Das sieht hier aber ganz danach aus, als wäre das hier relativ easy zu machen. Also sehr, sehr locker. So, wir bringen den mal hier rüber. Lassen das Ganze nochmal durchlaufen. Und ja, wir haben auf jeden Fall nochmal 15.000 safe. Leute, ich würde sagen, die Mission für nächstes Mal steht fest. Der Huggy-Wuggy-Kreissägenbohrer kommt und wir müssen Pink auf jeden Fall schaffen. Und Leute, das war's mit einer Folge Monster Crusher. Falls ihr mehr wollt, lasst ein Like da. Danke, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Und checkt vielleicht noch dieses Video hier aus. Dickes Küsschen geht raus. Deno out.